Aber. Chris? Ja? Ich habe gerade die abgeupgradete und den normalen Slick. Ja, doppelt hält besser, ne? Ja. Also du kannst beide haben. Na gut zu wissen. So, ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach dieses Vigor Rush, weil ich nicht mehr genau weiß, was es ist. Vielleicht finde ich es ja heraus. Und ich punch meine Hauer. Die gute alte Orion. Ja, also wenn ich Japanisch oder Chinesisch oder was auch immer das gerade war, verstehen würde, hätte uns das vielleicht gerade weitergeholfen, was wir jetzt vielleicht machen müssen. Ja, ich glaube, das war einfach irgendeine Voice Line, die sie eingefügt haben, und jetzt ist das Liquefier gespawnt und fertig ist. Könnte auch sein, aber uns fehlen immer noch die Ich anderen glaube, Teile, das. ne? Also, ich glaube, dass das das ganze Ding war, deswegen. Aber ja, die anderen Teile, das ist halt jetzt so die Frage. Es ist ja das eine ist dieses Blitzableiter-Ding und das andere, ja, was auch immer das sein soll. Nein, wir Vielleicht bauen finden. den Blitzableiter, von daher. Ja. Wir haben erst ein Warte Teil, mal, warte mal, warte mal. komischerweise. Come on, man. Wenn ich ein Blitzableiter wäre. Da oben ist ja auch noch irgendwie ein Tisch oder Das wäre so. ich schon bald Hä? noch. Warte mal. Ich sehe das Ding. Ja. Ich sehe es. Aber wie komme ich da Oh. hoch? Wait a minute. Unten beim Stein. Ich Ein wollte Stein. nämlich eben schon die ganze Zeit springen, also da gucken, ob ich da irgendwie hinspringen kann. Ah, mit der Trampy Steam einfach rüberschleudern, natürlich. Ja, Hier, guck die mal. vergessen Da. eigentlich. Ah. Direkt hier oben drauf. Das ist doch das Ding. Bau mal deine Warte. Trampy Steam auf, genau, und schleudere dich mal rüber. Das müsste es eigentlich sein. Ich würde 100% sagen, dass es das ist. Ja, Ja, Lightning. okay, gut. Warte, Dann Lightning Rod. fehlt uns nur noch dieses andere Ding. Da kann ich leider nicht so ganz erkennen, was das ist. Aber es sieht irgendwie aus wie irgendwie, könnte auch so ein Stromgenerator oder sowas in der Richtung sein. Wo würde sowas rumliegen? Ach, Zombie, hör doch auf. Ja, ich habe die ganze Zeit die Vermutung oben auf dem Dach, weil es da auch die ganze Zeit so am Blitzen ist und sowas. Aber das ist nur eine Vermutung. Und da habe ich Muss jetzt ich eigentlich auch ganz schon dumm. so viel geguckt und gesucht und ich habe es nicht gefunden. Aber ich bin auch die ganze Zeit eben da schon rumgelaufen und dachte so, warum ist da eigentlich eine Lücke? Warum kann man da nicht einfach rüberspringen? Ja, weil da ein Ding versteckt ist. Das Ding ist, welchen Ort haben wir noch nicht intensivst genug durchsucht? Wahrscheinlich alle. Naja, gut, wir haben jetzt schon einige aufgrund Ja, von okay, anderen ja, das Teilen. stimmt schon. Deswegen, ja, es wird so langsam ein bisschen schwer. Also das ist Ja, einfach das ist immer nur das China. letzte Teil. Das ist immer dasselbe. Frage ist Wait a auch, musst du minute. dich vielleicht auch wieder irgendwo rüberschleudern, ne? Weil wir hatten jetzt schon Ja, das. zweimal Sachen, wo du quasi rüberspringen musstest, um überhaupt was zu kriegen. Da müssen wir auch so ein bisschen Ausschau nachhalten. Guck mal, du bist ja auch noch oben auf dem Dach, ne? Ja, bist du. Guck mal, hier hinten bei Widow's Wine. Hier ist ja auch so ein kleiner Vorsprung. Und ich habe mich gerade gefragt, gegenüber von Widow's Wine ist auch so ein kleines Quadrat, aber da ist überall Zaun. Ich weiß nicht, ob man sich da vielleicht drüber schießen mu lassen muss, aber ich sehe jetzt auch auf Anhieb erstmal nichts, was nach dem Teil aussieht, was wir suchen. Ja. Also ich würde mich da sonst auch gleich nochmal droppen lassen. Elefanten, ihr wollt mir doch bestimmt das Teil geben. Ja, wir testen es einfach mal, vielleicht kommen wir ja darüber. Wäre ja schon witzig. Nee, ich. Hä? Moin! Ja.
Also, ich bin nicht drin, aber ich bin drüben. Ich denke, ich bin hier ziemlich in einem Glitch. Ja. Ich komme auf jeden Fall aber raus, das ist schon mal schön. Ich habe halt voll den Ansporn, weil wir jetzt alles selber gefunden haben, ne? Nicht Ja. nachzugucken. Da geht's rüber. Da, ich sehe es, ich sehe es. Was, Ey, komm mal her, ich habe keine Trample-Steam mehr. Beim Schild bin ich. Hier oben, hier hoch musst du. Mach schnell, oh. bevor die Zombies spawnen. Guck mal, ich habe gerade gedacht, hey, guck mal, da drüben ist ein Vorsprung. Da hinten in der Ecke ist auch das Teil. Hinten links. Oh Mann, ey, ich hol mal schnell ein neues Schild. Ich spring da mal schnell rüber. Ja, ich versuche dir noch Deckung zu geben. Und ich wette, wir müssen aufs Dach. Abs. Okay, nice. Oh, ey, weißt du, gerade wo ich so sage, ich habe voll den Ansporn, das zu finden. Ja, jetzt haben wir tatsächlich alle Teile selbst Ja. gefunden. Oh, ey, das war gerade echt. Das war witzig. Weil ich so hier langlaufe, denkst du, hier hast du noch nicht so genau Ah, mir geguckt. ist gerade Fliege in die Nase geflogen. Ah, Was ist in die ich Nase hasse das. geflogen? Eine Fliege. Mh, Ah, ich geil. hasse das. Oh, Alter. Ich gehe mal aufs Dach, weil ich. Ah, hier ist das Ding, hier wird das schon angezeigt zum Bauen. Soll ich schon bauen oder willst du hochkommen? Warte. Direkt bei den Ziplines ist das oben. Das wird ja schon in Blau so angezeigt, als könnte man es da bauen. Deswegen, also es gibt keine Workbench dafür. Halte hier oben hoch. So. Ich baue mal Ah, eben. yes. Mal gucken, was passiert. Okay. Okay, nichts. Ah, doch. Dann lass ich mit Ja, dir. machen wir einfach mal. Müssen wir es aufladen oder so? Oder müssen wir wieder einfach ein paar Runden warten? Hier ist auf jeden Fall die Warte, Kugel, die nicht ich ein Blitz einschlägt, wenn aufgesammelt der habe. Teppich jetzt rot. Mal kurz gucken. Kommt mal hoch hier, Ich hätte müssen jetzt wir. sagen, da das Blitzableiter ist, warten, bis der Blitz einschlägt. Wow! Ja, siehst du? Siehst du? Okay, Charge-Ding, okay. Jetzt komm, jetzt auf den Sockel, Alter, wenn dieser Sockel keine Bedeutung hat, ne? Also, entweder der Sockel oder die Elefanten. Ich renn da jetzt hin. Komm. Bitte Gott, bitte. Hab Mitleid mit uns. Es ist nicht der Sockel. Okay, das heißt, wir müssen gleich. Guck mal, wie viele Blitze da einschlagen oder was sind. Ah ne, das ist Sail. Ah. Ja. Okay, dann müssen wir gleich wieder einen überleben lassen. Dann müssen wir einen überleben lassen, vielleicht im Spawn. Wir haben auf jeden Fall irgendwie eine Kugel. Eine aufgeladene. Und ich dachte, wir wären jetzt so mehr oder weniger ready hier. Ja. Okay. Da ist ein Vor allem, Schreiner. ich will nur mal so sagen, mutig von den Spielfiguren einfach so eine aufgeladene Kugel in die Hand zu nehmen. Ach, da passiert nichts. Den passiert Die nichts. 5000 Volt, Ich gehe in schlockig. Spawn gucken, safe. Safe ist es der Spawn. Okay, also ich habe gerade feststellen müssen, dass ich die Zipline nicht verwenden kann, wenn ein anderer Spieler schon drauf ist. Oh, ungünstig, wenn man schnell escapen möchte nacheinander, ne? Okay, hier ist nichts. Orb. Eine Orb. Boah, hier ist ja viel los, Junge. Beim Ei gibt's auch nichts. Okay, scheinbar nichts im Spawn. Okay, wir sollten vielleicht nicht beide gleichzeitig springen. Ich bin mal als erstes. Wäre schon witzig gewesen. So, du gehst links lang, ich geh rechts lang. Wir teilen uns auf. Gucken wir doch mal hier beim Steinchen. Ist eigentlich dieselbe Sache. Wo würde ich ein Orb hinlegen? Ich Auch auf bin den gerade am genannten überlegen, Lager. wo haben wir den denn nochmal her? Diese Kugel, die habe ich aus der Kiste da oben. Stimmt, aus der Kiste habe ich ihn rausgeholt. Auch auf dem Dach. Mit der Keycard. Haben wir irgendwas? Ne, wir haben auch keinen Perk oder so. Das heißt, das Ding ist noch nicht fertig. Aber wir müssen damit, glaube ich, noch irgendwas anfangen. Wäre jetzt eher irgendwie lame, wenn man das Ding einfach aufgeladen hat und das war's. Okay, ich habe jetzt nur noch einen Zombie bei mir. Okay, ich habe gerade auch keinen gefühlt hinter mir. Aber vielleicht hängen die auch wieder am Slick oder sowas fest.
So. Eine Kugel. Wo tun wir eine Kugel hin? Ich würde sagen, ganz safe. War das gerade deine Alexa, die da redet? Ja. Ganz safe kommt die Kugel natürlich zu den Elefanten. Ja. Das ist ja wohl ganz easy. Die Elefanten. Okay. Wo genau sind wir hier? Hier geht's wieder aufs Dach hoch. Gucken wir doch mal hier auf dem Weg. Ich muss auch schon die ganze Zeit, so gefühlt seit einer halben Stunde, eigentlich voll dringend auf Klo, ne? Ah, ich hab's gefunden! Hier ist ein Generator, den wir laden können, dieser, der da rot leuchtet, genau. Ah. Okay. Oh. Charging the Generator. Ah, guck mal, wir sind eingesperrt. Die Türen sind zu. Oh. Also entweder müssen wir kurz warten. Die spawnen. Okay, ja. Alles klar. Dann müssen wir hier wohl ein bisschen überleben. Bekommen wir Slick. Ja, wir schaffen das schon. Wir sind so klug. Da sieht man mal, was so viel Abstinenz von Custom Zombies bewirken kann mit uns. Wir haben uns zu richtigen Profis entwickelt. Hey, ich hab grad nichts gedrückt, das hat mich einfach nach vorne geschleudert. Uiuiui. Uiuiui. Hier ist alles nur noch rot am Leuchten. Ja, ist echt so. Hui. Oh. Ich hatte gerade Schiss, dass wenn ich da rausrutsche, ich direkt einfach instant sterbe. Er ist fertig. Ja, es scheint fertig zu sein. Okay. Ich glaube, bin der Meinung, ich habe schon mehrere von diesen Generatoren gesehen. Kann das sein? Müssen wir vielleicht noch mehr davon machen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder wir können sie jetzt auf dem Sockel platzieren. Dieser Sockel sieht schon danach aus, als der lädt schon dazu ein, so platziere etwas auf mir. Aber immer noch nicht. Ich will mal überlegen, habe ich noch mehr von diesen Generatoren gesehen? Ich glaube schon. Ich meine mich auch, ich hätte mehr als einen gesehen. Boah, jetzt, also so langsam. Das oh Scheiße, ich habe keine Muni mehr in meiner Slick. Ah! Ich kaufe mir schnell wieder. Alles gut, ich bin noch da. Okay. Ich versuche mal wieder zum Spawn zu kommen. Ah, doch, hier oben können wir wieder platzieren am Blitzableiter. Ah, wahrscheinlich müssen wir den vielleicht immer wieder neu aufladen und dann wieder einen Generator damit anmachen. Das kann sein, ja. Ich glaube nämlich auch. Und vielleicht werden uns dann die Generatoren auch erst angezeigt, wenn wir die Kugel aufgeladen haben, dass sie dann auch erst leuchten. Ja. Da ist er wieder. Ja, ich kann sie wieder aufnehmen. Okay, dann lass mal suchen, ob wir einen Generator finden. Oh shit. Ist hier im Spawn vielleicht direkt einer? Nee. Die Lampe leuchtet da ja auch so rot auf von dem Generator, also daran kann man die ganz gut erkennen. Hui! Ich hab gerade gehört, wie fest du einfach Leertaste gedrückt hast. Ja, so richtig so. Pam, Junge! Ja. Ah, war schon laut, hast recht. Hab mal wieder Slick Money geholt zur Sicherheit. Ich hab zwar zwei davon, aber trotzdem. Ja, ich könnte mir theoretisch auch noch eine zweite holen, ne? Ich könnte einfach meine Hauer abgeben. Ja. Ich spiele einfach eh fast die ganze Zeit nur mit dem Slick. Steht hier unten ein Generator? Oh moin. Magma meint, ne? Ja, aber ich glaube nicht. Was wir jetzt natürlich nicht getestet haben, zum Sockel nochmal wieder zurückzurennen mit der. Vielleicht haben wir jetzt einfach. Mir fällt gerade auf, ich höre den Todbringer gar nicht. Lol. Wenn du damit schießt. Ah doch, ganz leise. Sonst war es immer bei den meisten Maps so, dass es immer so richtig laut war. Mhm. Wäre schon witzig, wenn wir nochmal an denselben müssten. An denselben Generator. Ich habe einen gefunden. Ja? Ja. Okay. Also du musst hier hinkommen. Bei Stamina ab. Oh nee. Oh Gott. Ach du Scheiße, wie viele Zombies. Oh ja moin, ich bin hier ein bisschen stuck. Ja, also. Ja genau, mach an.
Okay, dann müssen wir danach wieder aufs Dach bestimmt und dann. Ja, die Frage ist, hier, ist einfach zu campen. Oh, sagt er und stirbt fast. Ja. Nee, es ist aber wirklich einfach hier, weil wenn du hier die Schrägen anschießt, dann rutschen die ganze Zeit rum. Hui. 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 Mal slide mal rüber. Dann rutscht du einfach komplett durch. Miau. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Warte, wir müssen hier die eine Seite auch anslicken. Hui. Miau. Wie man das bestimmt. Hauptsache, es spawnen einfach keine Zombies die ganze Zeit. Was ist denn los hier? Die hängen, glaube ich, gerade irgendwo, weil ich höre welche. Oh, guck mal, die backen rum. Ja, ich höre sie auch. Wo denn? Oh, oh. Da. Ja, die Frage ist, geht das hier auf Zeit oder auf Kills? Richtig, das ist gerade die Frage, die ich mir auch stelle. Ah, nee, ist keiner reingekommen. Okay, ja. Es ist auch vorbei, Zeit, genau. Okay. Es geht auf Zeit, na gut. Ich denke mal, wir müssen hier wieder Schockfrosten gehen. Schockfrosten? Was? Ja, ich muss bestimmt aufs Dach. Ich renn schon mal. In der Hoffnung, dass wir... Ich bin direkt hinter dir. Okay. Das ist ja auch schon Runde 27, ne? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, komm. Dafür, dass Runde 27 ist, muss ich trotzdem sagen, haben wir gerade noch Easy Game. Ja, ist es auch. Mit den Slickies. Bumm. Ich hab sie. Okay. Nächsten Generator suchen. Wow! Junge, Alter! Ich sollte mal aufhören, uns zu jinxen. Ob hier oben wo einer ist auf dem Dach? Oder ob wir jetzt mit der. Ne, mit der Kugel können wir nichts anfangen, okay. Wieder nicht? Eigentlich müssten wir ja. Ah, da unten ist er. Guck mal, was Bicola. Okay. Ei, dann legen wir mal los. Ich würde fast vermuten, dass es sind auch nur drei. Oh, hier musst du, glaube ich, auf. Ah, ne, hier kannst du nicht runterfallen, weil hier dicht gemacht ist. Ey, das ist ja mal ein ultra kleiner Bereich. Ja, hier wird's gefährlich dann wiederum. Okay, ich versuche erstmal mit der Hauer zu schießen, um mir die Muni zu sparen. Ich mache jetzt gleich meine Rutschfläche. So. Ja, ich stelle mich hier auch einfach direkt an das Ding hier ran und schieße von hier draußen. Hey, die Zombies hängen hier schon wieder an der Kiste. Die wollen Kiste hitten.